Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy X-2. Man sieht hier gerade herzlich wenig. Wir befinden uns immer noch auf dem Fungus Pass und die letzte Folge, die war aus mehreren Gründen super, super chaotisch und ich befürchte fast, dass es heute... Ah, das ist die Kartenansicht, die ich beim letzten Mal vermisst hatte. Okay. Ach, guck mal, da ist auch schon die erste Kiste. Ich habe jetzt nämlich... Entschuldigung. Turbo-Ether. Das erste Mal, dass wir das hier finden. Nice, auf jeden Fall. Ich habe um das Dilemma vom letzten Mal... Hallo, wird es auch mal wieder heller? Ich würde ganz gerne sehen, wo ich hinlaufe. Das wäre voll Knorke. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Warte mal, ich muss mich jetzt erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Ich nehme das zwar direkt im Anschluss auf, aber ich bin ja beim letzten Mal auch nicht gerade sehr geordnet aus der Folge rausgegangen. Insofern würde ich jetzt hier ganz gerne ein bisschen erstmal reinfinden. Also ich habe jetzt, glaube ich, schon festgestellt, dass unten, also auf der Ebene, wo wir gerade rumlaufen, die Gegner nicht stärker sind, aber die sind zahlreicher vertreten. Es gab in der letzten Folge einen Oversoul-Gegner, der ein bisschen nervig war, also so ein Rotling, der uns da fast abgemurkst hätte, aber was auch ein bisschen daran lag, dass ich den ein bisschen zu spät gesehen habe. Und ja, ich habe so ein bisschen das Problem mit meinen MP, weil wir beim letzten Mal einem Tomberry über den Weg gelaufen sind, der einfach mal irgendwie uns den halben Tag beschäftigt hat. Den halben Tag, sage ich schon, den halben Part über, ihr wisst, was ich meine. Und ich hoffe, dass uns die heute erspart bleiben. Das ist das eine. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass... Also meine MP-Absorption wird wahrscheinlich bei denen nicht funktionieren, aber... Achso, Yuna kann jetzt auch nichts mehr machen hier. Die ist jetzt auch mit ihrem Zauberschützen leider völlig unnütz. Schade eigentlich. Aber dann ist das so. So, MP-Absorption hat jetzt wahrscheinlich nicht funktioniert, schätze ich mal. Ich weiß doch auch nicht. Mach einfach irgendwas. Du darfst jetzt beten. Und du, mit dir hatte ich auch irgendwas vor. Ich hab's vergessen. Ich glaube, sie wird jetzt... Keine Ahnung. Was machen wir mit Riku? Also ich würde mich jetzt ungern hier noch einen weiteren kompletten Part... Also diesen Part werden wir uns wahrscheinlich weiterhin am Funguspass aufhalten. Aber ich würde das ungern noch in die nächste Folge mit reinnehmen. Achso, guck mal, hier ist die nächste Kiste. Ich habe auch wieder geguckt, in dem Bereich hier ist auch wieder, je nachdem in welchem Kapitel du gerade bist, sind hier unterschiedliche Kisten, die zur Auswahl stehen. Das heißt, ich werde jetzt ganz bewusst nicht in die Sackgassen laufen, wo man Kisten vermuten könnte. Entschuldigung, Mann, der Husten, wo ist denn der auf einmal wieder hergekommen? Die letzten beiden Folgen war Ruhe im Karton und jetzt nervt er schon wieder ab. Irgendwas wollte ich gerade im Menü machen. Ja, ich bin irgendwie noch nicht so ganz angekommen. So, das ist die letzte Kiste, die wir hier unten finden. Und da hinten ist nämlich auch schon ein Speicherpunkt, den man mit ein bisschen Glück auch erreichen könnte. So, wir klauen ein bisschen. Sie darf beten. Ah, ich glaube, wenn ich in der Konstellation bleibe, dann geht das. Und immer wenn sie mit ihren Diebstählen durch ist, dann... Dann lasse ich sie einmal zur Schützin werden, genau. Und dann darf sie hier auch gerne ein bisschen mitmischen. Aber wir sind ja eigentlich gerade relativ flink. So, brauche ich jetzt unbedingt Yuna noch in dieser... Ah, okay, sie hat keine... Ja, das war gerade dumm, was ich gemacht habe, weil dadurch, dass sie keine MP mehr hat, bringt sie uns herzlich wenig in dieser Funktion, aber warte mal, sie gar nicht, sie selber gar nichts einsetzen kann. Was habe ich getan? Ich weiß es nicht so. Achso, nee, ich dachte, wir ballern den jetzt einmal tot. Das ist mega praktisch, Schwarzmagie Level 2, denn ich hatte ja in der letzten Folge immer schon so ein bisschen rumgenölt, dass das teilweise relativ lange dauert, bis sie zum Einsatz kommt und das sollte das jetzt auf jeden Fall beschleunigen. So, das heißt, wir können jetzt mit Pain auf die Guard-Zauber gehen, wollte ich gerade sagen. Aber das ist natürlich noch interessanter, zumal es auch deutlich schneller geht. Ich glaube, das lasse ich dann erstmal drin.
Ja, das kann sie erstmal behalten. Aber warte mal, eine Sache muss ich jetzt nochmal schnell machen. Und zwar Yuna, Zauberschütze. Bringt nicht viel. Ich könnte maximal sie so starten lassen. Dann kann sie die erstmal erblinden. Hm, was lernt sie denn überhaupt gerade als Diva? Den Schlaftanz. Okay. Ich glaube, solche Sachen sind ja aber gerade ein bisschen sinnvoller, oder? Anhaltender Gemachzustand ist auch nicht schlecht. Aber sie sollte mal lieber diese ganzen Sachen, die relativ schnell gehen und trotzdem hilfreich sind, erstmal irgendwie verinnerlichen. Endlich! Jetzt könnte ich sie theoretisch nämlich doch wieder als Zauberschützin platzieren, aber wir belassen es jetzt einfach dabei. So, hier ist noch ein Weg, den ich im Leben nicht gesehen habe. This one ain't no good! Nor this one. What are you doing? Let's get out of here. We must inform the boss. Hey, they dropped something. Finders Keepers. Okay, danke schön. Ach, das war's schon. Diesen Weg hätte ich im Leben nicht gefunden, wenn der in der Minimap nicht eingezeichnet gewesen wäre. Ach so, ich kann den auch gleich einsetzen, oder was? Aha. Gut, das heißt, wie viele zähle ich da? 4 auf jeder Seite? 9 Purpur-Spheroiden oder was? Oder hat jeder Spheroid irgendwie eine andere Bezeichnung? Und was ist dann hier ganz am Ende? Oder versperrt mir jemand den Weg? Kennen wir uns? Hey, long time no see. Remember me? Ich krieg deinen Namen jetzt nicht mehr zusammen, aber du kommst mir sehr bekannt vor. Glad to hear it. How have you been? I joined up with the Youth League, and that's been keeping me pretty busy. Oh, I'm a Sphere Hunter now. Ah, that sounds great. Trying out a new way of life. Actually, Posse's a Sphere Hunter now too. He's the leader of the Kinderguardians. Be nice to him if you see him. How's Isaru? The Youth League discovered this place, you know. It's called the Den of Woe. It was sealed around the time of Operation Mihen. And Isaru? But, the seal can supposedly be broken with the right combination of spheres. I'm afraid this place is off limits until we can conduct a more thorough investigation. So, I'll, have to ask you to leave. I'm sorry. Okay, der ist unserer Frage jetzt mehrfach ausgewichen, aber Isaru haben wir ja eigentlich in den Xenokent-Ruinen schon getroffen, ne? Weil ich da am Anfang des Let's Plays so ein bisschen vorpreschte. Gut, das heißt, wir werden die anderen noch benötigen. Ich find's immer super unlogisch, dass in solchen Situationen es möglich ist, das direkt einzusetzen, weil rein realistisch betrachtet könnte jetzt jeder hier vorbeikommen und uns irgendwie zuvorkommen. Also gut, du wirst den letzten Spheroiden ja selber irgendwie mitbringen müssen, aber trotzdem. This place is off limits. Please leave. Isaru, he hasn't changed a bit. This place is off limit. Okay, also er weiß scheinbar ein bisschen mehr über Isaru, als er uns erzählen möchte. Und was es mit diesem Ort auf sich hat, keine Ahnung. Also entweder die Hauptstory wird uns da irgendwie noch hinbringen, oder das wird ein optionaler Dungeon oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Boah, ich sehe gar nichts, Leute. Also es ist nicht nur der Umstand, dass es bei mir hell ist im Aufnahmezimmer. Und die Sonne gerade, ich will nicht sagen, ungefiltert durchscheint, weil Lamellen habe ich ja hier, aber so, warte mal. Oh, der ist im Oversoul. Warte, wer ist jetzt an der Reihe? Riku. So, ich glaube, ich lasse sie jetzt einfach immer mindestens einmal tanzen in jedem Kampf. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich die ernst genug nehme, aber Pain wird jetzt die Rotlinge. Warte mal, erstmal aus dem Weg räumen, damit die nicht mehr stressen. So, dann könnte Riku jetzt theoretisch auch ihre Fischis wieder schmeißen. Ich meine, heute dürfte eigentlich nicht nochmal das gleiche passieren wie beim letzten Mal. Warum ist nicht Huna jetzt blind?
die das irgendwie gekontert oder so? Habe ich irgendwas verpasst? Keine Ahnung. Nee, diese Pflanze kann das wahrscheinlich einfach auch. Wann ist denn Yuna wieder an der Reihe? Okay. Dieser Balken, der ist doch jetzt schon ein paar Male durchgelaufen, oder nicht? Okay, irgendwas checke ich gerade bei Yuna nicht. Ach, jetzt darf sie wieder. Dankeschön. So, ich wollte sie nämlich einmal in die Rolle des Zauberschützen bringen. Damit sie hier Pain auch ein bisschen mit diesen Viechern hier aushelfen kann. Und Riku. Warte. Einmal Rotling. Was ist denn mit Yuna? Was hat die denn für einen Zustand? Die ist doch nur blind. Warum ist denn die so eingeknickt? Ich bin gerade etwas überfragt, ehrlich gesagt. So, warte mal. Einmal Rotling anschießen. Kriegst du das noch hin, Yuna? Die ist wahrscheinlich einfach nur down. Die hat wahrscheinlich gerade eine Down-Phase, weil sie ihren Tidus vermisst oder so. Ich habe keine Ahnung. So, und du darfst dann nochmal Feuer casten. Ja, Anti-Element bringt jetzt herzlich wenig. Schade, dass das daneben ging. Ach so, na gut, ja, sie ist blind. Was willst du machen, ne? Hä? Okay. Also irgendwie ist das komisch. Aber guck mal, Riku, bei ihr genau das Gleiche. Die knicken alle irgendwie ein, wenn sie blind sind. So, warte mal. Ich glaube, die zwei Meterchen, die laufe ich jetzt nochmal zurück. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich nicht viel weiter wieder zurückkommen werde. Na, wobei es geht. Ey, der Aufbau, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich hier auf den Bildschirm gucken soll oder ob ich auf die Minimap gucken soll und dann auch noch die Dunkelheit mit dazu. Also das ist hier schon ein bisschen... Darf ich noch einmal kurz in diese Sackgasse da gucken? Ja, ich weiß, das nervt jetzt, aber eigentlich sind die Kämpfe ja jetzt hier gar nicht so das Thema. Da guck mal. Einmal Anti-Element. Dann... Wen haben wir jetzt hier noch? Den Neckpilz. Einmal hier ein bisschen Feuer und einmal hier auf den zweiten Rotling. Obwohl, hat sie jetzt Anti-Element auch auf den zweiten gemacht? Ich weiß es nicht. Aber der Speicherpunkt, der hat jetzt die Erblindung wieder weggenommen, oder? Ich finde, dass Yuna irgendwie immer noch so wie so ein Schluck Wasser da hängt. Keine Ahnung. So, warte mal, dann probiere ich das jetzt nochmal hier mit. Okay, also blind nervt auf jeden Fall hart. Ja, aber Riku ist imstande, mit einem Fisch die aus dem Weg zu räumen. Das ist schon mal gut. Es wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr dazu kommen, irgendwie zu klauen, aber... Ja, okay, das war's. Also das war doch mal ein effizienter Kampfaufbau, oder? Was meint ihr? Guck mal, da freut sich sogar Riku. Ich weiß nicht, warum Yuna mit dem Level hinterher hinkt. Weil die sind doch eigentlich alle gleich gestartet. Einfach gar nichts ist. Nichts. Es hätte ja sein können, dass da vielleicht irgendein NPC steht, wo dann wieder ein Dialog getriggert wird und dann keine Ahnung, was passiert. So. Rotling, Feuerfisch und nochmal Rotling. Ich mag unsere neue Aufgabenteilung. Finde ich voll gut. Jetzt müsste Yuna nur noch so stark werden, dass es auch ausreicht und sie einen so einen P1 hittet. Ich meine, es hieß gegen Elementteilchen. Vierfacher Schaden. Ich finde, davon bekommt man jetzt nicht so viel mit, wenn ich ehrlich bin. So. Also auf jeden Fall ist sie nicht dreistellig, ne? Gerade eben war sie es auch nicht. Wobei Pain mit ihrem normalen Dingsangriff jetzt auch nicht so krass ist. Also vom Schadensausdruck her. Also mit ihrem normalen Eiszauber, wollte ich sagen. Dann sollte die Sätze auch schon... Ah, guck mal, da war sie das erste Mal dreistellig. Also doch gar nicht so verkehrt. Na gut, dann würde ich mal sagen, haben wir hier unten alles gesehen, was es zu gehen gibt, zu sehen gibt, was es zu gehen gibt. Hm, alles klar. So, warte. Ich werde jetzt mal ein bisschen tauschen, dass wir den Neckpilz zuerst wegbekommen. Okay, also immer wenn Riku ihren Party-Modus anschaltet, dann wird es auf jeden Fall ein bisschen creepy. Und auf jeden Fall sehr still hier im Headset. Irgendwie ist das ja niedlich, aber irgendwie ist es auch verstörend. Hey, sie hat Wunderkerze gelernt. Sehr schön. So, na dann, Mädels. Und Echsenfänger für Yuna. Das gefällt mir. Ich mag diese Aufstellung. Ich glaube, an der halte ich jetzt erstmal eine Weile fest. Wunderkerze kostet auch 6. Das ist so teuer alles bei ihr.
Also ich weiß nicht, ob sie im Rahmen dieser Klasse dann irgendwann noch ordentlich MP auch dazu bekommt, aber ich finde, weil guck mal, sie hat 101 Maximum als Festbesucher. Ich finde, bei den Preisen ist das echt wenig. Hm, na gut. Wollen wir mal nicht klagen? Wo laufe ich wieder lang? Man muss nach oben laufen, um auf der Minimap nach unten zu laufen. Und jetzt muss man wieder nach unten laufen. Also die Steuerung ist hier eine Vollkatastrophe auf der Ebene. Ich kann das gar nicht erklären, aber probiert das mal selber aus. Also ich meine, die meisten von euch kennen das Spiel ja, aber das ist total irritierend. So, dann Eisfisch. Ich habe vorhin gar nicht darauf geachtet, ob sie... Ah, ich, guck mal, ich wollte mir die Abilities noch angucken, das ist jetzt blöd. Der Yuna hatte ja was gelernt und Riku. Aber das holen wir dann direkt nach. So, ja, guck mal, so geht das doch relativ schnell. Auf jeden Fall ein riesiger Segen, dass Anti-Element jetzt hier auch noch zur Verfügung steht und der Rest. Guck mal, die fallen hier runter wie die Schmeißfliegen, nachdem sie mit maximaler Geschwindigkeit gegen eine Fensterscheibe gerast sind. So, Abilities. Nein, nein, falsches Menü, Negoya. Hier, Yuna, Zauberschütze. Drachentöter klingt gut. Angriff auf Drachenmonster bewirkt vierfachen Schaden. Apparatmonster und Teufelsmonster. Ja, jetzt müsste man halt nur noch die Termini irgendwie auf den jeweiligen Gegner übertragen können. Na gut, also das bleibt auf jeden Fall. Dann hatten wir bei ihr die Wunderkerze. Genau, schadet einem Gegner, verursacht Konfus. Wenn das nichts kosten sollte, pusht das dann auch ihre Klasse? Vielleicht habe ich dann nämlich was, was ich bei ihr die ganze Zeit einsetzen kann, ohne dass es an meine MP-Vorräte geht. Das ist gerade so ein bisschen meine Hoffnung. Müssen wir dann mal gucken. So, aber erstmal bin ich froh, dass ich hier wieder raus kann. Also ich schwöre euch, wenn ich nicht die Kisten im Vorfeld lokalisiert hätte, die man hier mitnehmen kann, dann würde ich locker einen ganzen Part alleine da unten zubringen. Weil Ränder ablaufen... Alter Vater, was ist denn hier für eine Kojotenansammlung? Warte mal, Neckpilz, Wolfsmonster, das sind glaube ich Wolfsmonster und die anderen... Ja, keine Ahnung. Die hatten ja keine bestimmte Schwachstelle, ne? Ich habe gerade irgendwie Bock, Rikus Festbesucherklasse weiter auszubauen. Keine Ahnung. Ich fühle mich gerade sehr wohl in dieser Konstellation bei allen Mädels. Und Riku, was die einfach für den Spaß hat hier beim Kämpfen, das ist total ansteckend. Auch wenn ich immer wieder kurz innehalten muss und mir denke, okay. Aber so lange werden wir gar nicht mehr mit ihr hier vorlieb nehmen. Es sei denn... Ja, ich müsste gucken, dass bei den Gegnern, wo keine Kojoten dabei sind, dass ich da ein bisschen mehr mit MP-Klau mache. Dann könnte ich sie nämlich wieder ganz gut über Wasser halten, ohne dass wir zwingend einen Speicherpunkt brauchen. Ja gut, aber bei den Gegnern ist das natürlich ein bisschen blöde. So, Neckpilz, Feuerfisch, Kojote, Wolfsjäger, Kojote. Cool. Das ist echt cool. Ich meine, ich vernachlässige jetzt so ein bisschen meine ganzen Standard-Klassen, sag ich mal, aber das ist okay. Von Gebiet zu Gebiet kann man das ja immer wieder neu justieren. Und solange man mit jedem immer wieder ein bisschen weiterkommt, ist doch alles eigentlich ganz gut. Jawohl, ja. Sehr, sehr schön. Ich begrüße das. So, dann muss ich jetzt, glaube ich, nichts weiter tun, außer dem roten Pfeil zu folgen. Was ich dann auch voller Demut tun werde. Nein. Okay, Türmen. Sag mal bitte, dass das geht. Können wir das alle? Okay. Boah, wie der noch nachsticht. Habt ihr das gesehen? Das ist so eine Massakriersau, dieser Tombury. Okay. Das ist spannend. Das ist sehr spannend. Oh nein, ein Rotling im Oversoul. Wir wissen alle, was wir zu tun haben. Eisfisch. Rotling. Anti-Element. Rotling. Schwarzmagie. Feuer. Diesen Neckpilz, den muss ich schnell aus dem Weg kommen. Oh, es ist so dunkel. Ich sehe nicht mal, ob meine Mädels irgendwie erblindet sind. Außer vielleicht so ein bisschen an ihrer Körperhaltung.
Aber Payne wird jetzt gucken, dass sie die Schwächeren erstmal aus dem Weg räumt und die anderen greifen dann den Dings hier an, den Oversoul-Rotling. Warum sind die eigentlich ständig im Oversoul hier? Ich glaube, das hängt so ein bisschen auch damit zusammen, wie häufig man den Gegnern hier über den Weg läuft. Und ich habe echt das Gefühl, dass ich hier sehr vielen von den Rotlingen auch im letzten Part schon begegnet bin. So, Yuna muss danach auf jeden Fall mal wieder in ihre Weißmagier-Funktion zurück. Ich habe nämlich keine Lust, jetzt hier schon wieder Phönixfedern irgendwie rauszuwerfen. Drachentöter erlernt. Ach, das war's schon. Okay. Ja, das flutscht auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Jetzt habe ich ja den fast schon lieb gewonnen, den Zauberschützen hier. Warte mal. Yuna, Zauberschütze. Ja, Techkugel ist okay. So, warte mal, was sagen denn unsere Potions? Die sind immer auf 99, deswegen habe ich hier gar kein schlechtes Gewissen. Entschuldigung. Wieder großflächig Potions rauszuhauen. Dann können wir nämlich in unseren Klassen verbleiben und einfach so weitermachen wie bisher. Also, ich sehe halt gerade überhaupt nichts, aber das soll uns jetzt nicht aufhalten. Abhalten, wie auch immer. Und schon wieder Rotlinge, ey, das gibt's doch nicht. Also, ich meine, für die Klassen, mit denen ich gerade spiele, ist das mehr als hilfreich. Will ich gar nicht klagen. Bei Riku werde ich eh gleich umdisponieren müssen, weil ich werde jetzt so lange mit ihr in der Offensive bleiben, bis wir den nächsten Speicherpunkt erreicht haben. Und dann kann sie von mir aus wieder auf die Diebesklasse zurück. Es wäre nur gut, wenn die jetzt langsam mal zu Potte kommen, weil... Ja, Rotlinge, die lange leben, sind keine guten Rotlinge. Beziehungsweise keine ungefährlichen mehr. So, ich glaube, den Wolfsfänger, den hätte ich von Anfang an mit Yuna machen können. Weil sie die Einzige ist, die explizit gegen diese Viecher auch was ausrichten kann. So. Nein, ich wollte den Eiswisch auf den Rotling machen. Egal. Egal. Am Ende bekommen sie alle immer AP, das muss ich mir sagen. Deswegen, eigentlich wirst du belohnt, wenn du hier das Falsche einsetzt. Weil jeder Einsatz einfach belohnt wird. Und am Ende hat halt alles irgendwie was Gutes. Bist du effizient, gehen die Kämpfe schnell vorüber, alles schön. Bist du schlecht, dauert es deutlich länger, aber die AP, die tröpfeln nur so nach. Und ja, finde ich gut. Belohnungsprinzip funktioniert hier auf jeden Fall. So, boah, war gerade lange kein Zufallskampf. Was war denn da los? So, ich glaube, ab hier muss ich jetzt wieder wegen Kisten gucken. Aber erstmal schauen wegen Cutscenes. Oh, die Musik ist weg. Ah, ja, ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. Hier ist gleich irgendwo ein Aufzug. Und da steht jemand. Oh, wow. Lady Yuna. It's me, Elma. It's been so long. Wow, you've really changed. How are you? Never better. Now that I'm in the Youth League, I've always got something to do. Hey, you made it past all the fiends. Nice work. Go on, step aside. Right away, Captain. Wow, look at you. Not bad, huh? Okay, also habe ich die jetzt abgeschlossen. Okay, ich dachte gerade für einen kurzen Moment, da steht jetzt Mission abgebrochen oder so, aber wir haben ein Glasband bekommen. Hooray! Und eine Kostümpalette. Pyrokrieger. Okay, mal gucken. Achso, ich kann mich bewegen. Ich dachte, es geht ja schon wieder voll die Dialog-Action los. Okay, warte mal. Erstmal gucken, dass... Oh, das ist sogar Silber. Verhindert Gift und Schlaf. Auf jeden Fall nicht verkehrt. Warte mal, ich guck mal kurz, ob ich das so spontan irgendwem mitgeben möchte. Abwehr, Magieabwehr, Konfus-Tobsucht. Ich habe das Gefühl, dass das nicht so oft kommt wie diese Geschichte. Deswegen tauschen wir das mal. Und hier, boah, ich weiß nicht, also den Magie-Boost und den MP-Boost würde ich gerne drin lassen. Ja, ich vergesse immer, dass es Brüderchen noch gibt, bis ich ja einmal irgendwie über die Schultertasten von A nach B durchswitche.
Ich würde sagen, wir nehmen ihr jetzt das hier weg und dann bekommt sie nochmal diesen Feen-Ohrring hier. Ja, weil die nächsten Gebiete, wo wir hingehen, die sind alle, glaube ich, relativ... Obwohl, Makalania-Wald hatte auch 2 Sterne, aber wir werden das schon irgendwie hinbekommen. So, dann haben wir hier den Pyrokrieger, erfüllt von der Kraft des Feuers. Das ist wahrscheinlich einfach nur das Pendant zum Strombiest, genau. Ich glaube, davon werde ich keinen Gebrauch machen. Also die finde ich relativ schwach, weil du halt nur 3 Slots drin hast. Und jetzt habe ich ja langsam, Entschuldigung, auch den Bereich, wo ich selber schon nicht mehr lange brauche, bis ich die Guard-Zauber auch einsetzen kann. Also, oh, hier ist eine Kiste. Warte, ich wollte eh nochmal gucken, was... Achso, Muster. Hä? Accessoire-Muster, warte. Was ist das? Verhindert Umkleide. Verhindert Umkleide? Ist das so ein... Also können Gegner hier vielleicht so, Kleiderwechsel erzwingen? Ist das vielleicht was, was irgendwie dann hilfreich ist? Kein Plan. Bitte hier entlang. Kommandant Helma ist gleichzeitig auch Leiterin der Leibgarde Nutschs. Nutschs Leibgarde ist, nun ja, ein Fanclub eben. Ja, darf er ja auch sein. Von der Leibgarde weiß Nutsch nichts und das soll wohl auch so bleiben. Aber vielleicht würde sich Nutsch sogar drüber freuen. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt es bis hierher geschafft. Dankeschön. Achso, ich dachte, du sagst noch was. So, Emma. Wenn ihr mit dem Aufzug hochfahrt, kommt ihr zum Hauptsitz der Liga. Kommandantin Lucille ist auch dort. Das ist schon mal gut. Im Moment laufen Vorbereitungen für eine große Mission, aber die Einzelheiten bleiben geheim. Das habe ich mir fast gedacht. Habt ihr schon Herrn Nutsch getroffen? Er ist intelligent und total cool. Ich meine, hallo? Der hat sogar einen Fanclub. Lady Yuna, euch stehen diese Klamotten viel besser. Darüber lässt sich streiten. Darüber lässt sich streiten, aber tendenziell hat sie recht. Also ich meine, Yuna hat ja die Figur dafür. Warte mal, ich guck mal ganz kurz mit einem Auge nochmal. Genau, das Muster habe ich mitgenommen. Eine andere Kiste ist in Kapitel 5 zur Verfügung und wieder eine andere in Kapitel 2. Das heißt, wir können jetzt nach oben mal gucken. Einmal bitte hochfahren. Boah, was für ein klappriger Aufzug. Gerade eben zumindest noch. Sah schon nicht so ganz sicher aus, aber wir haben es geschafft. Die größte Herausforderung in dieser Folge, den Aufzug überleben. Es ist uns geglückt. So, kamen hier jetzt Gegner, ja oder nein? Muss ich jetzt noch auf Kisten aufpassen, ja oder nein? Lass mich mal ganz kurz gucken. Es gibt eine Kiste... Warte... Wenn ich... Oh... This is Youth League headquarters. The Youth League was formed a year ago by people who opposed New Yevon. Its members claim that in the hands of New Yevon, Spira would only repeat its past mistakes. Their leader is a former crusader named Nuge. Apparently, he earned quite a reputation among the crusaders. Hallo, rennt das Kind auf mich zu und greift mich an. Bisschen respektvoller, bitte. Kannst auch mal Hallo sagen. Wie wär's denn damit? Kleine Rotzlöffel. Und selbst wenn das nur Plastikschwerter sind, es kann trotzdem wehtun und ist nicht nett. So, warte mal. Guck mal, da zeichnet sich nämlich auch schon so ein Weg ab hier auf der rechten Seite. Ne, ich muss noch ein bisschen weiter nach vorne. Hier so. Boah, ist das leicht zu übersehen. Also mit Hilfe der Karte nicht, aber... So insgesamt? Also da hätte ich jetzt auf jeden Fall nicht versucht. Ah, das ist eine Kostümpalette. Mann, Husten, hau ab. Zehrender Schlaf. Okay, warte mal. Kann ich gerade gar nichts mit anfangen. Schlafschlag, das volle Zungenbrechergift. Okay. Ja, ein paar mehr Slots sind drin, aber das wäre jetzt, glaube ich, nichts, was ich... proaktiv in meine Kämpfe mit einplanen wollen würde. Also ich glaube, das ist jetzt keine Palette, die langfristig interessant werden wird für uns. Aber mal gucken. Nein, Yuna. Ey, dieses Kind, ne? Was sind die hier bitte alle so aggro? Nutsch, ist das dein Verdienst? Ich wollte gerade lobende Worte über euch äußern. Was macht ihr mit euren Kindern? Hallo, wer sind Sie? Die Liga hat viele Feinde, deswegen sind strenge Überwachungen notwendig. Ah, ja, okay. Zurzeit findet eine Besprechung statt. Außenstehende sollten sich von ihr fernhalten.
Captain. Herr Nutsch hat mit den Vorbereitungen für den Kampf gegen Neuerwin alle Hände voll zu tun. Die Liga hat viele Feinde. Okay. Warte, mit den Kiddos hätte ich wahrscheinlich jetzt auch sprechen können, oder? Sagt ihr auch was? Wenn wir 500 Mal das Schwert schwingen können, gehören wir zu den Großen. Mann, ist das Ding schwer. Ist das also jetzt auch noch ein echtes Schwert? Bist du etwa Lady Yuna? Hm, nee, das kann nicht sein. Warum nicht? Warum nicht? Erzähl doch mal. Warte, mit dem anderen Kleinen wollte ich auch nochmal sprechen. Stopp, bleib hier. Ja, nimm. Nimm doch selber. Pass auf, sonst kriegst du was ab. Pass mal auf, bis Yuna und ihre Mädels zurückschlagen. Würden sie wahrscheinlich nicht mit voller Wucht tun, aber trotzdem. Du bist im Weg, du störst. Boah, ey, komm, lass mich in Frieden. Ich rede jetzt mit den Erwachsenen, geht immer weiter spielen. Die Bürgerwehr hat sich beim Einbruch der stillen Zeit aufgelöst, deswegen bin ich jetzt in der Liga. Mhm, Kommandantin Lucille ist die rechte Hand Nutschs und führt die Truppen der jungen Liga. Die kenne ich noch. Herr Nutsch ist ein Einzelgänger. Sein Eifer, die Liga zu leiten, hält sich in Grenzen. Echt? Ich hätte das jetzt irgendwie anders eingeschätzt, nachdem was wir gehört haben, aber mal gucken. Entschuldigung, im Hauptsitz findet eine Besprechung statt. Bitte geht wieder. Herr Nutsch war ein mutiger Kämpfer. Ihm wurde sogar Todessehnsucht nachgesagt. Okay. Nach Recherchen in der Geschichte Spearers wurden mir die Fehler Yevins klar. Im Hauptsitz... Also ich hätte mich wahrscheinlich, wenn ich in der Zeit leben würde, auch der jungen Liga angeschlossen. Wir reisen durch ganz Spearer und warten die Machina, die wir anderen überlassen haben. Wir überlassen viele Machina-Waffen der Liga. Aha, und jetzt steht ein Krieg gegen Neuerwin an, so sieht das aus. Weil ich immer die nicht-religiöse Option bevorzugen würde. Vor allen Dingen, wenn in der Vergangenheit so gravierende Dinge passiert. Boah, wie schnell rennst du! Warte. Ich bin seine Assistentin. Wir reisen durch ganz Spira und warten die Machina, die wir anderen überlassen haben. Hä? Er beherrscht die Sprache nicht so gut, aber arbeiten kann er umso besser. Hä? Warte, die bewegt sich zu viel. So, und wessen Assistentin bist du jetzt, die von ihm? Wir überlassen viele Machina-Waffen der Liga. Aha. Und jetzt, Achso, das ist der, mit dem ich gerade eben schon gesprochen habe. Okay, hier ist mir auf jeden Fall zu viel Betrieb. Das kriegt mein altes Hirn gar nicht mehr verarbeitet hier. Diese ganze Bewegung, am Ende sind es wahrscheinlich gar nicht so viele Leute, nur die bewegen sich ständig von A nach B. So, dann würde ich mal sagen, stürmen wir das große Zelt und gucken, was da passiert. Ach, da ist auch Lucille schon. It's been too long, Lady Yuna. I am Lucille, Commander of the Youth League Forces. It's good to see you. Hiya! I am glad to find you well. As you can see, I have joined the Youth League to aid in the fight for a new Spira. I consider it my duty. Maven Nuge, our leader, has been hoping for an audience with my lady for some time. Unfortunately, he is planning a mission of great import and will be occupied well into the night. I am terribly sorry, but I must ask that you return another day. Oh, it's no trouble. My apologies. The Youth League's looking for spheres too, right? Yes, knowledge of the past is the key to the future, so says the Maven. It is with these words in mind that we seek the spheres of yore. The mission we are planning also revolves around a sphere, but... I am sorry. I had best say no more. It is not a matter to be discussed openly. No, I suppose not. My apologies. Wie, mehr kann ich jetzt hier nicht machen? There sure do seem to be a lot of weirdos around here. The Youth League is a motley bunch. Some members certainly have, questionable pasts. Just the other day, a very valuable sphere was stolen almost as soon as we discovered it. The Thief League? No, few here would go that far. Most of us are very devoted. We work hard with Maven Nuge towards our goal of building a new Spira. But the Maven insists that none be turned away, and so the occasional bad seed does slip through. Unfortunately. But I can think of nothing more heartening than were the Lady Yuna to join our cause. That would do the League much good. Wo ist unser Auswahlfenster? I'm very sorry. Okay, also viel mehr scheint es jetzt hier nicht zu geben. Ich dachte eigentlich... Mann, es tut mir so leid. Ich weiß, ich sollte mich nicht immer dafür entschuldigen, aber trotzdem.
Das Einzige... Oh! Ey, saß der vorhin auch hier schon? Du bist doch nie Hen, oder? Why, Lady Yuna, I believe it's been fully 2 years. This calls for a celebration. Perhaps you'd like to hear a story. Ja, ich hab dich beim letzten Mal auf der Mierenstraße voll vermisst. Hau raus, alter Mann. These past 2 years have been truly tumultuous. With Sin defeated and Yevon's terrible deception exposed for all to see, it is safe to say Spira was in a state of upheaval. But it is precisely times such as these that often inspire the greatest good. For you see, out of the chaos arose a desire to forge Spira anew. And from this noble desire was born a search for truth, championed by people called the Seekers. The Seekers sought out and attempted to set right Spira's history. Why, I would be delighted. The Seekers scoured Spira for ancient spheres, hidden in nooks and crannies over the ages. They studied the images recorded in those spheres, for they hoped to find within clues to the true nature of Spira's past. Over time, the search for spheres grew quite popular. Some even pursued it as a profession. They, of course, are the sphere hunters, the good, the bad, and the ugly. To be sure, the majority are interested only in the excitement and adventure of it all. But it is doubtful they comprehend the gravity of their search for truth. Very doubtful. Doubtful? Doubtful indeed. Where was I? The founder of the Seekers was a man by the name of Tremor. Before the fall of Sin, Tremor had been a priest in the orders of the Yevon. With the Seekers, he had the perfect means of revitalizing Spira, or so one would have thought. But then, just one short year ago, Tremor founded yet another organization, the New Yevon Party. It was all quite sudden. He took the many spheres collected by the Seekers and hoarded them all to himself. Naturally, this angered those who had hoped to use the spheres as a key to unlock Spira's past. What awoke in Tremor's heart that drove him to do this, none can say, save Tremor himself. I should very much like to ask him. But sadly, he has vanished. New Yevon would not release its spheres, yet surprisingly, a great number of people rallied to its cause. Their motto was, one thing at a time. It worked to great effect. It played on people's fears of the rapid changes sweeping over Spira. It gave them something to cling to. But there were others who still harbored ill will toward the name of Yevon. And the man who united them? It was none other than Nuge, the Maven, that is, leader of the Youth League. Nuge was a member of the Crusaders. He is a powerful man, once renowned for his fearlessness in battle. His interest in history led him to devote himself to the Seekers' cause. With them, he worked to collect spheres, but in the end, New Yevon would share them with no one. Repulsed by what New Yevon had done, Nuge gathered like-minded people and formed the Youth League. Drawing its support mainly from Spira's younger generation, League soon matched New Yevon in size. As the organization grew, so did the responsibilities of its leader. I came here hoping to speak with Maven Nuge, but he is busy in meetings, and I was turned away at the door. Pity. Looking at all the young people gathered here to take part in the League's endeavors, I must say, I'm quite envious. So much energy, so much time. While I, on the other hand,
have grown weary with the passing of many years. I travel spearer, gathering knowledge, only to have it slip my mind a moment later. Just between you and me, I don't even remember how old I am. Oh, might I ask you one small favor? What is it? I'd like to shake your hand, if it's not too much trouble. To touch just once the hand that defeated Sin and saved all Spira. Klar? Oh, thank you. Now this old scholar can go in peace. Don't say that. Your hand. Is something wrong? No, it is nothing. Lady Yuna, you have my thanks. Okay, das hat gerade lange gedauert, was mir richtig, richtig leid tut. Ich habe den einmal unterbrochen. Ich wollte halt nur gucken, was passiert, wenn ich sage, fahren Sie fort. Aber der hat dann irgendwie abgebrochen. Und ja, keine Ahnung, dadurch ist uns jetzt vielleicht das ein oder andere entgangen. Perhaps you'd like to hear a story. Das ist jetzt wahrscheinlich das, was wir schon kennen. Ich gehe mal auf nicht jetzt. Bitte. Ich hoffe, dass ich mir jetzt damit nichts verbaut habe, aber Mihen hat ja... Mihen sage ich schon. Mai-Chen... Ich bin gerade voll durcheinander. Mai-Chen war das. Mihen-Straße und Mai-Chen, genau. Boah, ey, ist das. Ist aber auch hier manchmal tricky mit den Namen. Gut, ihr Lieben, dadurch haben wir jetzt ein bisschen was über... die Gruppierung hier erfahren und beim nächsten Mal weiß ich gar nicht, vielleicht gehe ich nochmal kurz zu Lucille, vielleicht gehe ich offscreen nochmal kurz gucken, ob Mai-Chen vielleicht noch ein bisschen mehr sagt und wenn hier ansonsten nichts weiter zu holen ist, dann würde ich mir beim nächsten Mal einfach die nächsten Orte vorknüpfen und mal gucken, was uns da erwartet. Auf jeden Fall bedanke ich mich dafür, dass ihr heute eingeschaltet habt und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao!